Also wir haben heute den 7. November 2015, etwa einer Viertelstunde, einen braven Steinbock geschossen. Er kämpft sich jetzt hier hoch. Das Ergebnis seiner Anstrengung 3 Tage liegt hier. Ja, lieber Otto, hat nach 3 Tagen dann doch jetzt gut geklappt. Am dritten Jagdtag sind wir morgen früh im Dunkeln aufgestiegen und haben dann ja, Hänge abgeglast und so weiter und gesucht. Dann haben wir auf einmal 2 Stück gesehen, die dann aber hier in den Einschnitt hier reingewechselt sind. Konnten sie dann ja erfolgreich noch anpirschen und ja, lagen zu dritt zusammen und wir hatten uns hier den rausgeguckt letztendlich und ja, konnten sich einen Schuss anbringen. Der ist jetzt hier noch 20 Meter abgerutscht und lag hier. Hat alles gut geklappt, wie gesagt. Wir schlafen im Tal in Zelten. Passt alles prima, wird gut gegessen. Ja, rundrum gelungen, wenn man in Kauf nimmt, klettern zu müssen. Das ist also ganz wichtig. Aber Und dann kann man solche Steinböcke hier bekommen. ich sage noch was, das ist das Gebiet John Derek. Wir sind hier nicht hoch. Ich denke maximal 2000 Meter Höhe. Ich gehe jetzt noch mal rund. Man sieht es hier auch an dem Bewuchs. Also es gibt noch Bewuchs, noch sehr, sehr weit hoch. Ich denke, ich habe jetzt keine Sache mit. Da unten in diesem Tal fließt der Narynfluss und der ist ungefähr 10 Kilometer weiter, hat der 900 Meter. Da ist das Dr. Gulstausee. Also der Narynfluss hat maximal da unten 1200 Meter. Und, ja, wir werden maximal 1000 Meter, vielleicht noch nicht mal 1000 Meter höher sein. Okay.